So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Und wir gehen diesmal zuerst die Aktien durch, denn hier dürfte, wenn er jetzt hier die Videos verfolgt hat, eben mit keiner Aktie eigentlich erstmal im Minus sein. Außer er hat auf den Schlusskurs eben gewartet. Aber ich habe ja jetzt wirklich die Woche öfters eben geredet und auch schon die letzte Wochen darauf hingewiesen, dass immer bei so einem Ausbruch man direkt oder auch auf Schlusskursbasis handeln sollte, beziehungsweise eben mischen soll. Also diese Woche war, wie man eben hier sieht, alles auf Long ausgelegt. Ja, der graue Pfeil hier war nur möglich, hier unten eben einzusteigen. Kein aktives Short-Szenario. Also Dürr hat heute jetzt den Ausbruch geschafft. Die Gerresheimer waren direkter Kauf möglich, dank der Umkehrkerze. Also wer wirklich Anfang, die ganzen Setups liefen ja schon am Wochenende, beziehungsweise am Wochenende vorgestellt. Erster Kurs wäre dann hier unten gewesen. Also deutlich im Plus. Hier hat der K&S hat jetzt hier auch schön den Ausbruch geschafft. Zalando nicht ausgeführt und wie gesagt, Salzgitter auch nicht. ThyssenKrupp war ein grauer Pfeil nach unten, also nur hier unten wieder versucht einzusteigen. Hier gab es einen Ausbruch bei der Telekom nach oben. BASF lief ja deutlich hier nach oben, auch über den SMA 200. Adidas hat kein Short-Signal geliefert, also keine Ausführung. Und Linde schön ausgebrochen. Und auch die Bayer lag hier an oder kommt jetzt hier an den EMA 200 und an den horizontalen Widerstand, den man auch leicht eben nach unten setzen könnte. So, also hier passt alles, ja, sage ich mal, wirklich nahezu perfekt. Und doch nun Vorsicht, jetzt kommt eben das Aber. Hier habe ich ja schon ein Short-Setup vorgestellt, was natürlich nicht ausgeführt worden ist, ist nicht unter den Dings gefallen. Und jetzt hier der graue Pfeil. Also hier könnte sich jetzt im Prinzip wirklich was anbahnen, genau wie der graue Pfeil es andeutet. Hier was Überschießendes, also keine Impulsbewegung nach oben. Und hier dann kräftiger Abverkauf. Muss man auf dem Radar haben. Eventuell bin ich morgen gleich um 8 Uhr am Rechner, denn dieses Setup hat jetzt seine Berechtigung. Also das Graue könnte jetzt hier zum Blauen werden und den Stopp dann eben natürlich hier oben hinsetzen. So. Die Begründung ist, unabhängig davon, dass jetzt bislang die Muster eben auch so passen und hier passen vielleicht die Muster eben auch, dass hier was. Hier eine Bewegung, hier die zweite, hier was Überschießendes, diese wird scharf korrigiert und dann geht es weiter nach oben. Würde auch mit den Quartalsergebnissen oder Quartalssaison auch übereinstimmen. Und hier die Kerze eben auch und das Kursziel würde ja auch erreicht hier. Und meine Ansprache unter 215 kann es hier was fertig sein. Hier könnte jetzt nur eine, auch wenn es blöd klingt, eine Aufwärtskorrektur zu Ende sein. Und jetzt geht es hier eben, um die Korrektur abzuschließen, noch was Schnelles down. Das wäre mein Gedanke, der sich hier mit dem Nasdaq, sage ich mal, hier hat er heute auch keine positive Kerze. Wenn man jetzt hier noch eben auf den Stundenchart geht, hier die letzten zwei Kerzen sind eben abverkauft worden. 4-Stunden-Chart sagt mir jetzt hier eben nichts Großartiges aus. Bei den Einzelaktien natürlich eine Bayer. Wie erwähnt, liegt an einem Widerstand dran. Hier wäre ja ein ehemaliger, den hatte ich aber eigentlich mal schon rausgelöscht. Wäre möglich, dass eine Linde schon zu Ende wäre, erstmal. Und ja, die Ali, das ist jetzt die BASF, eine Allianz hatte ich auch noch. Da ist auch über den EMA und SMA drüber gegangen. Wie erwähnt,
Die ganzen Setups von den deutschen Werten, also von den DAX-Werten, sieht bullisch aus, darf sich aber natürlich jetzt hier auch eben korrigieren. Deshalb vorsichtig sein, definitiv mit Long, neuen Long-Positionen, sowieso auf, direkt auf den DAX oder auf die amerikanischen Märkte. Also mal schauen, was der Donnerstag dann bringt. Das ist jetzt meine These. Das war jetzt relativ kurz gehalten, kurz und knackig. Vorsicht ist geboten.